Fahrzeugvorstellung der neuen CF Moto 1000 Touring Pro ABS in Zusammenarbeit mit dem Quad Center Zollernalb. Thomas, war es nur ein Facelift oder leitet dieses Fahrzeug einen Generationswechsel bei CF Moto ein? Also wir sind sehr weit vom Facelift weg. Wir reden hier von einem im Grunde genommen komplett neuen Fahrzeug. Thomas, kannst du uns ein paar Merkmale und ein paar Besonderheiten dieser Neukreation erklären? Ja klar, kann ich machen. Also im Grunde genommen, Motor ist komplett überarbeitet. Das heißt, wir reden von veränderten Zylinderköpfen, größere Ein- und Auslassventile. An der Kurbelwelle wurden Dinge verändert, an der Kolbe wurden Dinge verändert. Das bedeutet, der Motor leistet jetzt auch mehr. Wir reden jetzt von 86 PS. Der Rahmen wurde komplett neu entwickelt, merkt man vor allem, wenn man auf die Waage fährt. Die hat jetzt rund 30 Kilo weniger wie der Vorgänger, wie die alte CF. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ja, ich habe gerade, was den Rahmen angeht, gelesen, dass die ganze Rohrkonstruktion auch neu gemacht ist. Unter anderem auch, dass jetzt Chrom-Molybdenstahl verwendet wird, die Rohre eigentlich dünner geworden sind, aber stabiler. Das ist richtig, daher kommt ja auch diese Gewichtsersparnis, wie gesagt, 30 Kilo. Das merkt man natürlich im Handling nachher schon sehr deutlich. Gibt es interessante Neuerungen, was den Antriebsstrang angeht? Ja, die haben die CVT, also die Variomatik, komplett überarbeitet. Also das ist jetzt nicht eine grundlegende Neukonstruktion, aber die haben ihr vorhandenes System weiterentwickelt und verbessert, sodass das ganze Ansprechverhalten einfach besser wird. Ja, diese elektronischen Fahrmodi, die wir von Can-Am und so kennen, die sind hier jetzt auch verbaut. Genau, das heißt, wir haben im Prinzip die gleiche Möglichkeit, wie man es von anderen Herstellern kennt. Ich kann per Knopfdruck mein Gasannahmeverhalten verändern. Das heißt, ich habe einen Normalmodus, einen Sportmodus und dann im Grunde genommen einen Workmodus. Sportmodus super aggressiv in der Gasannahme und Workmodus eben sehr sanft, sehr feinfühlig. Gerade wenn du im Gelände mal ein bisschen in einer heiklen Situation bist, da können dir die 86 PS auch mal ordentlich wehtun, wenn die mehr loslegen, als du das eigentlich wünschst. Auf meinem Zettel steht noch optimiertes Fahrwerk. Ja, ist richtig. Das heißt, die haben am Fahrwerk einiges verändert. Wir haben zum einen mehr Bodenfreiheit. Wir sind jetzt bei rund 30 cm. Federwege wurden um etwa 30% erhöht, sodass ich einfach im Gelände noch mehr Möglichkeiten habe, mich zu bewegen. Wie ist das mit der Servolenkung? Die Servolenkung ist jetzt einstellbar. Das heißt, wie man das von manchen anderen Herstellern schon kennt, kann ich per Knopfdruck die Intensität meiner Servolenkung in 3 Stufen umschalten. Thomas, hier haben wir jetzt erstmal ein wirklich imposantes Cockpit. Das ist richtig, ja. Dann wollen wir uns das gleich mal ein bisschen in Funktion anschauen. Ja, das ist bei der Pro ein 8 Zoll großes Display mit Touchscreen-Funktion. Hier sehen wir jetzt mal den normalen Betriebsbildschirm. Man sieht hier schön groß Drehzahlmesser, Tacho, die restliche wichtige Anzeige, Temperatur, Kraftstoffstand, Ganganzeige. Oben rechts sieht man übrigens hier auch schon das Symbol, das wir alle vom Handy kennen, WLAN, das hat nämlich das Fahrzeug. Kann man also auch zu Hause Updates ziehen. Und aus dem Bildschirm kann man jetzt rüberwechseln in einen zweiten Bildschirm. Man sieht jetzt hier die Navigation, auch online geschaltet. Und von hier aus kann man jetzt hier unten einfach durch Antippen umschalten, in die verschiedenen Apps reingehen. Apple CarPlay, ganz witzige Spielerei hier oben. GeForce, wo ich also sogar meine G-Kräfte mir anzeigen lassen kann. Wenn man da wieder raus will, einfach wieder zurück. Man kann jetzt hier oben Einstellungen antippen. Da kann man jetzt alles, was mit dem Fahrzeug zu tun hat, verstellen. Man sieht es hier ganz unproblematisch, die Bedienleiste, klickt man sich dann einfach an. Kann man jetzt hier den Modus anwählen, kann hier sogar die Erscheinungsbilder vom Tacho umstellen, den man ganz am Anfang sehr hängt. Also ganz, ganz viele Einstellmöglichkeiten, wo man dann einfach auch, wie man es vom Handy kennt oder vom Tablet, hoch und runter scrollen könnt. Also extrem bedienerfreundlich, wenn man sich einmal ein bisschen damit befasst hat. Ich filme gerade, wie du spielst. Das Fahrzeug animiert zum Spielen. So sieht's aus, ja. Na? Lass mal kurz die Zuschauer gucken, was du da gerade machst. Ja, das hier an dem eingebauten Navi spiele ich gerade. Musst du den Arm mal wegnehmen? Ja. Okay. Ich spiele gerade an dem eingebauten Navi rum und es ist extrem faszinierend. Zoomen wir mal ein bisschen hoch, dass hier sogar sämtliche
Supermärkte, Tankstelle, alles korrekt drin ist. Und Quadcenter-Zollanhalb ist auch drin? Jo. Zwar noch kein Gebäude abgebildet, aber der Name steht drin. Okay, prima. Thomas, ich habe hier gerade die rechte Seite im Visier und da fällt mir etwas auf. Dir fällt was? Hier fehlt was. Der Bremshebel, der früher da war. Bei der neuen C-Force haben sie die Bremse komplett verändert von der Bedienung her. Das heißt, die eigentliche Hauptbetriebsbremse, die früher rechts war, haben sie nach links verlegt, was einfach den Vorteil hat, wenn ich in einer entsprechenden Fahrsituation bin und mit Gasbremse gleichzeitig arbeiten muss, ist natürlich deutlich angenehmer, wenn ich rechts Gas, links Bremse und nicht alles mit einer Hand machen muss. Und der zweite Begleiteffekt, das sieht man hier, die Feststellbremse, die Handbremse sozusagen, war früher links mit einem Hebel, der vom Bediener her schon ein bisschen doof war und dann auch die Gefahr immer in sich hatte, man vergisst es mal zum Lösen, was dann auch mal, wenn man es nicht gleich gemerkt hat, zur Beschädigung an der Bremsanlage geführt hat. Der Hebel ist jetzt so angebracht, dass er mir derartig im Weg ist, wenn ich ans Gas will. Muss ich noch mal ein bisschen dichter ran? Ja. Man sieht es jetzt hier, so ist die Feststellbremse angezogen. Das heißt, er ist mir derartig im Weg, wenn ich losfahren will, dass es eigentlich fast unmöglich ist, das nochmal zu vergessen. Was auch neu ist, Koffer von CF Moto, jetzt hier mit Schnellverschlüssen. Das heißt, den kann man werkzeuglos innerhalb von ein paar Sekunden runternehmen. Koffer ist natürlich abschließbar und der Koffer ist aktuell im Lieferumfang vom Fahrzeug dabei. Kein Aufpreis. Was man sicher auch noch erwähnen muss, ist, dass die neuen Fahrzeuge von CF Moto grundsätzlich mit 4 Jahre Herstellergarantie ausgeliefert wurden. 4 Jahre Herstellergarantie? 4 Jahre Herstellergarantie, genau. Ja, das ist natürlich letztendlich auch ein Kaufargument, ne? Zumindest kein Nachteil. Sehe ich auch so. Genau. Also der interessierte Kunde ist hier im Quadcenter Zollernalb in Hechingen, was CF Moto angeht, auf jeden Fall aufgehoben. Ja klar, wie gesagt, wir haben Pro lagernd, die nicht Pro, also der kleinere Bruder, soll jetzt auch endlich kommen in beide Farben und die kleinere Motorisierung kommt jetzt auch Stück für Stück, so wie CF Moto liefern kann. Super. Thomas, wie immer, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Gern geschehen.